Was ist eigentlich Streitkultur? Was verbindet ihr mit Streit? Häufig ruft Streit negative Assoziationen hervor. Ärger in der Familie darum, wer den Müll rausbringt oder das Geschirr spült, aggressive Diskussionen im Freundeskreis, bei denen es eigentlich nur ums Recht haben geht. Solche Assoziationen mit Streit sind weit verbreitet. Das liegt daran, dass Streit zu häufig emotionalisiert ist, wütend gestritten wird und vor allem zuvor keine Regeln festgelegt wurden. Bei Streitkultur geht es darum, wie wir streiten, ob zu Hause oder in der Politik. Wir müssen unsere Streitkultur gestalten. Gerade in Zeiten, in denen der Populismus erstarkt und Sprache zunehmend verroht, gilt es darüber zu diskutieren, wie eine angemessene Streitkultur auszusehen hat, auch in den sozialen Medien. Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache 2018 betont. Ich habe den Eindruck, wir Deutschen sprechen immer seltener miteinander. Und noch seltener hören wir einander zu. Wir müssen wieder lernen zu streiten, ohne Schaum vor Mund und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Wer Streit hat, kann sich auch wieder zusammenraufen. Daran wollen wir uns bei unserer Recherche orientieren und dabei den Fokus auf europäische Politik setzen. Wir haben dazu unter anderem Interviews mit zwei Europaabgeordneten geführt. Zunächst wollten wir von Herrn Moritz Körner von der FDP wissen, was Streitkultur für ihn bedeutet. Ja, ich denke, Streitkultur macht aus, dass ich mal unterschiedlicher Meinung sein kann, unterschiedliche Positionen haben kann und trotzdem friedlich, höflich miteinander umgehe. Und das ist, glaube ich, in der Demokratie ganz wichtig. Aber warum? Warum ist es gerade jetzt und gerade in Europa wichtig, eine gelungene Streitkultur zu erreichen? Diskursive Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft bilden die Voraussetzung für Kompromisse und für von einer breiten Masse getragene Entscheidungen. Der Austausch von Argumenten und Fakten ist also essentiell für das Funktionieren unserer Demokratie. Gerade in der EU ist eine gelungene Streitkultur besonders wichtig, so Frau Kammer-Iffert, SPD. Weil es natürlich in Europa viel stärker als im nationalen Zusammenhang darum geht, ganz unterschiedliche politische Positionen, aber auch unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Herangehensweisen auch an Politik unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig schützt die Konfrontation mit einer Meinung vor einer Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft, deren Teile teilweise hoffnungslos in Filterblasen voneinander abgeschottet sind. Denn eine gelungene Streitkultur schützt vor Fake News, Hate Speech und medialer Manipulation aus dem Ausland, in dem jeder Bürger im Rahmen des Diskurses politisch partizipiert. Das ist wichtig, denn spätestens der rechtsextreme Anschlag in Halle zeigt, Sprache hat Folgen, auch im realen Leben. Was macht also eine gelungene Streitkultur aus? Eine konstruktive Streitkultur ist inhaltlich kontrovers, aber sprachlich bedacht. Nicht die Lautstärke sollte gewinnen, sondern die bessere Argumentation. Daher sollte auf Augenhöhe und mit Respekt gestritten werden. Leidenschaft und Emotionen sind nicht verboten, der Schwerpunkt sollte aber auf der argumentativen Überzeugung liegen. Hate Speech, Beschimpfungen und Beleidigungen auf persönlicher Ebene sind allerdings unter allen Umständen zu unterlassen. Inhaltlich sollte keine dogmatische Prinzipientreue, sondern zumindest eine grundsätzliche Offenheit für die Position des anderen vorherrschen. Denn das Ziel des politischen Streits ist schließlich der Kompromiss, auch wenn dieser nicht immer erreicht werden kann. Wie mit politischen Positionen jenseits des demokratischen Spektrums umgegangen werden soll, ist umstritten. Klar ist jedenfalls, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung und gewaltbereiter Extremismus haben in einem konstruktiven und respektvollen Diskurs nichts zu suchen. Also Meinungsfreiheit hört immer da auf, wo sie beleidigend und diskriminierend ist und wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Was können wir also für eine bessere Streitkultur tun und was kann vielleicht auch die Politik verbessern? Die Debattenkultur im Bundestag würde vermutlich davon profitieren, dass die Abgeordneten häufiger tatsächlich nach Gewissen statt nach Fraktionszwang entscheiden könnten. Auf europäischer Ebene würde man indes die Streitkultur verbessern, wenn man dem Europäischen Parlament gegenüber dem Rat mehr Macht einräumen würde oder zumindest die im Rat häufig notwendige Einstimmigkeit an einigen Stellen abschaffen würde. Auch das Thema Bildung ist von Relevanz, wenn es um Streitkultur geht. Bereits in der Schule kann gelernt werden, richtig zu streiten. In Bezug auf Social Media könnte es sich zudem als hilfreich herausstellen, dass man sich einfach mal fragt, ist denn mancher Algorithmus so klug? Ist es so klug, dass wir zum Beispiel, wenn ein rechtsextremes Video irgendwo im Internet ist, ich direkt sozusagen von YouTube noch die 10 nächsten rechtsextremen Videos angeboten bekomme? Doch die Politik setzt nur die Rahmenbedingungen. Im Laufe unserer Recherche hat sich Streitkultur zunehmend als eine gesellschaftliche Problematik herausgestellt. Es liegt also an uns allen. Schweigt nicht, sondern streitet, streitet respektvoll, offen und argumentativ und haltet gegen Hetze und Diskriminierung. Und natürlich, lasst einander ausreden.